Und willkommen zum neuen Projekt auf meinem Kanal. Wie ihr gerade unschwer erkennen könnt, handelt es sich um Yonda, der Cloned Catcher Chronicles. Ja, ich freue mich auf einen neuen Let's Play und ich hoffe auch ihr. Jetzt starten wir gleich mit diesem neuen und schönen LP. Es wird schön entspannen und ja, bis zum nächsten. Bis zum nächsten, ja, Wort. Weil jetzt muss ich ruhig sein, weil jetzt eine Sequenz gleich kommt. Ja, wir machen ein neues Spiel. Jetzt bin ich ruhig. Liebes Kind, es hat uns das Herz gebrochen. Liebes Kind, es hat uns das Herz gebrochen, dich wegzuschicken. Aber nur so konnten wir dich vor Dunkelheit schützen, die unser Land vergiftet. Wenn du eines Tages die Wahrheit suchen solltest, wird dir der Himmelskompass den Weg weisen. Es wird dir weit über das Meer führen. In die Dunkelheit, um in das Licht, aber immer nach Hause. Nach Hause nach Gamea. Eine wundervolle Sequenz. Also echt eine sehr schöne Sequenz. Fällt mir sehr gut, die Sequenz. Okay, wir sind hier. Auf dem Boot. Das erinnert mich sehr stark an The Legend of Zelda, The Windwaker HD, das Spiel. Weil wir uns auch gerade hier auf dem Schiff befinden. Genau wie auch in Zelda, The Windwaker. Dann ist die Legende also wahr. Es gibt wirklich ein Königreich auf einer Insel. Ich frage mich, was für fremde Wesen dort leben. Ja, das war ich auch nicht genau, aber was soll's. Hallo. Dein Kompass zufolge liegt Gamea direkt hinter dieser Nebelbank. Bist du bereit, die Insel zu sehen? Noch nicht. Ja, gleich. Ja gut, machen wir. Wir sind bereit. Aber guck mal, wie schön das einfach ist. Na, guck mal, wie schön das einfach ist hier. So eine schöne Grafik. Also einfach super toll gemacht. So schön gemacht. Also sehr gut. Hallöchen, was gibt's denn hier so? Gibt's kein Verlies oder auch kein Versteck hier irgendwo im Schiff. Aber dann halt am besten drin. Aber was soll's. Das sieht nicht gut aus. Werft den Acker aus. Oh Gott, nein! Ist egal, alles gut. Was passiert jetzt? Ach du Kacke. Keine Sorge, Geister. Deine Freunde und du sind in Sicherheit. Du wirst dich wiedersehen. Aber zuerst hast du eine große Aufgabe zu erledigen. Ja, alles gut. Alles gut. Hier. Siehst du meinen Kompass, bitteschön. Ja, gerne, doch. Da hast du es gesehen. Sehr gut.
Wie ich dachte, ein Himmelkompass. Benutze ihn, wann immer du die Orientierung verloren hast. Es wird dir den Weg weisen, aber für den Moment ist dein Weg versperrt. Meine Geschwister könnten dir helfen, aber sie sind selbst verloren. Finde sie und sie werden dir heimführen. Und nun, Geistlicher, erwache. Deine Reise hat sich gerade erst begonnen. Sehr gut. Oh mein Gott, wo sind wir jetzt denn? Oh Gott, wie geil sieht das denn einfach hier aus? Wow, nicht schlecht. Sieht gut aus, ja, sieht sehr gut aus hier. Wirklich sehr schön gemacht. Wir machen sogar Schatten, guck mal, wir machen sogar Schatten hier. Sehr schön, auf jeden Fall. Super, super, sehr gut, super gut. Wow. Sehr schön, auf jeden Fall. Super schön. Guck mal, wie schön das hier einfach ist. Detailreich, auf jeden Fall 1A. Sehr schön. Was ist das denn hier? Eine Kiste, okay. Na gut, ist egal. Was ist denn hier? Ach so, was da hinten? Ach, da ist nichts, oder? Nee, da ist nichts. Okay, gut. Upsala. Übrigens, der Junge kann nicht schwimmen. Tut mir leid. Er kann tatsächlich nicht schwimmen, aber was soll's? So. Oh, oh Gott. Na, ist egal, komm. Gott, komm, mach jetzt. Kein Shit. Nein! Oh Gott. Okay, gut. Das wurde Abkürzung, ja, ist eine Abkürzung, okay. Oder was denn hier? Ach, okay. Ein Mensch ist lange her, seit ich zuletzt mit einem Menschen geredet habe. Alle Menschen, die mit mir reden konnten, sind weg. Bitte hilf mir raus. Ich will nicht länger allein sein. Okay, danke. Dankeschön. Ja, ich helfe dir irgendwann raus. Der Ausgang liegt hinter der Düsternis. Allerdings ist es für dich so gefährlich, für euch Menschen. Ich versuche sie zu beseitigen, aber ich weiß nicht, ob ich es alleine schaffe. Das schaffst du schon, wenn du schon die Mühe machst, dann schaffst du es auch. Puh, das war hart. Ich wünschte, meine Brüder und Schwestern könnten mir helfen. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir sie finden. Richtig. So ist es. Drüben ist ein Dorf. Sehen wir uns an. Sehen wir uns an. Du siehst gar nicht so gut aus. Ich wette, da finden wir Hilfe. Denk dran, wenn du nicht mehr weiter weißt, kannst du unseren Himmelskompass verwenden. Außerdem kannst du damit prima deine Reisen planen. Aber egal, gehen wir zum Dorf. Ja, machen wir, komm. Wir haben Spaß. Und ja, komm. Boah, guck mal, wie schön das einfach aussieht, ne? So schön, oh mein Gott, also ich freue mich ultra geil, ultra sehr auf das Let's Play und hoffe auch ihr. Okay, wir haben doch einen Schallschirmspringer, wow, das ist aber echt geil, wirklich sehr gut.
Sehr gut, sehr gut. Yeah. Voll gut, ey. Voll gut. Ja. Machen wir noch ein bisschen, genau. Haben auch Zeit, genau. Da ist noch was, sehr gut. Ja, perfekto. Also sehr schön auf jeden Fall gemacht, das Spiel, sehr gut. Was ist eigentlich hier? Ah, da ist Vollmond. Okay, dann müssen wir auch drin. Ja, dann müssen wir auch hin. Okay. Weiß Bescheid. Was denn hier? Oh, ein Ziegenbock. Oh, wie süß sind die denn? Sehr süß. Sehr schön gemacht, auf jeden Fall. Sehr gut. Super, super, sehr schön gemacht. Auf jeden Fall. Echt geil. Wirklich. 1A. So, was denn hier los? Ich bin gespannt. Übrigens, ich habe das Spiel schon mal angetestet, aber nicht lange. Nicht wundern. So. Hallo. Ich hörte, dass du ein Dach über den Kopf brauchst. Dann hast du Glück. Der alte Hof im Südfeld wurde verlassen, als die Düsternis auftauchte. Wenn du die Düsternis entfernst, kannst du den Hof haben. Würde mich freuen, wenn du ihn wieder auf Vordermann bringen würdest. Ja, mache ich alles gut. Irgendwann mache ich das schon. Hallo. Erstmal ein bisschen umgucken hier, genau. Haben wir auch Zeit. Boah, ist echt schön, ne? So ein bisschen. Aber irgendwie erinnert mir auch so ein bisschen das an. Warte mal. Wie heißt dieses Dorf? In Zelda Breath of the Wild. Ich weiß nicht. Also, das andere Dorf. Nicht Kakariko, sondern das andere Dorf. Das meine ich. Aber ist egal. Ist sowieso so ein bisschen Zelda abgeguckt. Oder auch Zelda ähnlich. Der Sturm, der sein Boot versenkt hat, hat auch das Ostdock zerstört. Das ist ein Riesenproblem für uns. Das ist hier jetzt die Handelsgilde. Wenn wir keine Waren vom Ostdock erhalten, können wir dir nicht helfen. Mal sehen. Nimm diesen Hammer und sammle Steine für Marina. 8-mal Stein sollten ausreichen, um das Ostdock zu reparieren. Steine findest du im Grasland und in den Klippen. Wenn du alle beisammen hast, bring sie zu Marina um ihr eine Freude zu machen. Was auch immer. Ja. Was mit euch hier los? Alles gut, okay, dann. Ich glaube, hier kann man nur tauschen oder irgendwas machen. Man kann hier, glaube ich, nur tauschen, aber was soll's. So, Leute, das war's dann mit der ersten Folge von Let's Play Yokai. Nicht Yokai. Let's Play Yonda. Wir machen mal nächstes Mal weiter. Und ich freue mich auf einen neuen Part und ich auch ihr. Und ich auch ihr. Nee, und auch ihr. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und euer guter YouTuber. Ciao.